Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung. Repariert mal die Türme. Da wir Legierung schon haben, müssen wir nur die Metallurgie hochforschen. Und dann kann unser Zeug erstmal in Laboratorien fließen. Und Kanonentürme. Und dann sind wir mehr als nur sicher an dieser Front. Hier. Das Tor ist offen. Nein, das Tor ist die ganze Zeit offen. Die Felsen sind davor. Genau. Alles gut. Soll der Steinmetz doch gehen. Segnen die Bewohner der Stadt. Sehr gut. So macht das wirklich keinen Spaß. Muss es auch nicht. Es klart auf und wird wieder warm. Eine eurer Helden. Not werde ich wirklich verschwendisch und reißt sie einfach ein. Ein Steinmetz verlässt eure Siedlung. Die brauchen nämlich eine ganze Weile. Die produzieren aber eine ganze Menge Stein in der Zwischenzeit. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Habe Holz gefällt. So, wir können hier noch ein Sägewerk hinsetzen. Das wollen wir haben. Zahlt da. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... Euch können wir eigentlich schon mal... Ah, noch nicht. Wir können noch zwei weitere Leibe später für den Schwefel abbestellen. Wir langsam sicher gehen die hier leer. Das Sägewerk kann sich hier trotzdem versorgen. Wir können hier noch einen weiteren Bauernhof dazusetzen, wenn wir müssen. Verschieben wir unsere Ziegelhütten nach hier hin. Oder eine zumindest. Und einen Bauernhof nach dahin. Lassen wir uns nicht lange gefallen. Ein Steinmetz verlässt eure Siedlung, weil er Überstunden machen muss. Ja, der Bereich wird langsam frei. Seid gesegnet. Hier will ich keinen Tag länger bleiben. Sucht euch jemand anderen, der diese Arbeit für euch erledigt. Gerne. Fertig. Wir bauen schon mal die Dorfzentren aus. Von den riesigen Mengen an Steinen, die wir bekommen haben. Wir können jetzt indessen schon mal hier einen Schießplatz hinsetzen. Hier passt vielleicht noch unsere Kaserne hin. Und da haben wir sogar Platz für Rekrutierungsgebäude. Was tatsächlich? Nett. Natürlich, aber gern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So, den bauen wir aus. Und dann... Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef. Ausbau abgeschlossen. Okay, der ist leer. Der geht bald. Da geht bald der nächste allerdings vorher. Der hier fängt gerade an, seine Moti zu verlieren. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Ein Held ist in große Gefahr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich möchte außerdem, dass die ganzen hier gleichzeitig gebaut werden. Damit die gleichzeitig arbeiten. Ausbau abgeschlossen. Ein Steinmetz. Hier haben sich jetzt die Ziegler reingestopft. Die werden gleich wieder eingestampft und neu gebaut. Oder ersetzt durch Schmieden. Wahrscheinlich ersetzen wir die wirklich einfach durch Schmieden. Eure Siedler werden gesegnet. Ein Steinmetz verlässt eure Siedlung. Sehr gut, noch einer. Weil er Überstunden machen muss. Da können wir die Steuern jetzt gleich normalisieren. Eure Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Gruppe 2 erhält mehr Bogenschützen. Erhält den Langbogen. Erhält Befiederung und Botkin-Pfeile. Ja, sind wir genau die richtigen. Steinmetz sind weg. Quick Save. Normal. Ist auf normal eingestellt, gut. Das heißt, wir können jetzt die Motivation wieder hochbeten. Die Ziegler haben sich dieses Wohnhaus gestohlen, aber das ist egal. Die gehen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Alchemist beginnt seine Arbeit.
Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Aber gern. Ah, verdammt. Schmieden passt nicht so ganz. Wenn's denn sein muss. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nun, dann sitzen wir die dritte Schmiede einfach näher nahe der Mine und dann ist das schon gut. Ja. Ja. Dann wird das schon alles passen. Dann passt hier zumindest noch ein weiterer Bauernhof für später hin. Das ist in Ordnung. Also tatsächlich sogar ziemlich in Ordnung. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Seid gesegnet. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Die Alchemisten haben ihre Sachen alle abgeholt. Pack ein Stück Schwefel. Eine neue Technologie ist erforscht. Ist in Ordnung. Schmiede werden ausgebaut. Fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, nur die Alchemisten, die den Kram geholt haben, können wir die Steinmetze runternehmen von den Überstunden. Es gibt nämlich keinen Bedarf mehr daran. Wir können jetzt ruhig wieder in die Stadt zurückkehren. Die Alchemisten sind immerhin alle versorgt. Feinde haben einen Held attackiert. In Kürze können wir Metallurgie forschen. Dann können die Alchemisten ausgebaut werden und dann wird alles schon irgendwie klappen. Ausbau abgeschlossen. Die werden natürlich noch ein bisschen brauchen. Komm schon, gibt Schwefel für Metallurgie. Der kriegt noch ein... das ist teuer. Könnte sinnvoller sein, erstmal ein weiteres Wohnhaus zu setzen. Weil wir jetzt gerade keine wirklichen Steine haben, um das hier voll zu machen. Was soll es? Der muss nicht voll versorgt sein. Direkt. Oh, das geht von den Steinen sogar ganz genau auf. Nicht für die Laboratorien allerdings. Ist kein Problem. Wo bleibt der letzte Schmied? Ein Held ist in großer Gefahr. Komm, die Steinmetze. Ach, weil die Steinmetze gerade rauskommen. Hängt der Schmied hinten dran. Ja. Macht euch schon mal bereit, hier weiter Steine zu hacken, denn die Steine sind gerade da verschwunden. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im... Eure Arbeiter empfangen den Segen... Ausbauen. Okay. Passt alles perfekt. Wir brauchen nur ein bisschen Schwefel. Ist ausgebaut. Ja, ich müsste gehen gerade abholen. Ihr beiden hackt gemeinsam ein bisschen Schwefellaufen herum. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wir haben nämlich noch nicht genug für die Metallurgie. Dieser eine Schwefel hat nicht gereicht. Komm schon. Ja. Die Alchemisten haben alle abgeholt. Das Gebäude genug. Nun ausgebaut. Perfekt. Ja, ihr könnt euch in dem Schwefellaufen hier vorne bereit machen. Ihr geht nach irgendwo anders hin. Ihr könnt hier unterdessen schauen, dass wir schon ein paar Türme aufgestellt bekommen für später. Ja. Denn ich traue diesem Pfad hier nicht. Okay, sobald die in die Pause gehen, wollen wir hier ausbauen. Das heißt, Steine müssen jetzt eigentlich gespart werden. Wir brauchen 750 Steine, bis die hier fertig sind. Okay, einmal müssen wir noch Ablassbriefe machen. Also keine weiteren Steine ausgeben im Moment. Wir können Botkämpfpfeile erforschen, wir können Breitschwertkämpfer erforschen, Langbögen haben wir hier. Wir können auf zwei weitere Trupps gehen. Das geht nicht. Und dann können wir bald Richtung... Ah ne, Langbögen ist das, was wir gerade haben dürfen. Okay, wir dürfen auf Stufe 2 Truppen arbeiten. Das ist ja vortrefflich. Forscht deren Technologien durch. Feinde haben einen Held attackiert.
Stop! Gut, also Langbogenschützen sind unsere Armee im Moment. Langbogenschützen und Breitschwertkämpfer. Wie ihr wünscht. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ja! Bringt euch nicht selbst um. Wir bleiben hier. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Feinschmiede dürfen wir zumindest bekommen. Eine neue Technologie ist erforscht. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Also die Alchemisten arbeiten noch eine ganze Weile. Feinde greifen ihn an. Es regnet. Das mit den 750 Steinen scheint kein Problem zu sein. Hier lässt es sich gut leben. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Hier oben wird Feinschmiede ausgebaut. Wir können eine Kanone bauen, theoretisch. So eine Bronzekanone, in der Hoffnung, dass wir damit in der Lage sind, den Ballisterturm da hinten zu outrangen. Wir haben Bogenschützen, wir können den Turm da hinten sowieso zerstören. Wir haben die Helden, die können wir da vorstellen und die Schützen töten das. Habe ich gerade irgendwo Steine ausgegeben? Ja, ich habe einen Feinschmied in Auftrag gegeben, verdammt. Ja, das wird hoffentlich passen, oder? Ich denke schon. Wird schon passen. Ja, 250 Steine kriegen die noch ohne Probleme hier rausgeprügelt, bevor die Alchemisten hier auf die Idee kommen, fertig zu sein mit ihrer Arbeit. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Es fehlen noch ein paar Prozente jetzt. Nun, Dario ist hier gewesen. Kein Problem. Hier ist ein wunderbarer Platz für einen Zugbrunnen. Pilgrim war wieder ganz hell unterwegs. Ja, natürlich. So soll es sein. Schützen, macht mal was. Ja, wie ihr wünscht. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Jawohl. Okay, folgendes. Ja, mein Herr. Bis in den Tod. Jawohl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jawohl. Was auch immer, was da hinten ist, will ich jetzt tot sehen. Pilgrim, du hast es zu tun hast, stell dich nach hier vorne. Es wird wieder wärmer. Dicken Mäntel. Natürlich spawnt ihr genau jetzt. Wird gemacht. Gut. Ein Held ist in großer Gefahr. Natürlich. Warf die Schützen. Wie ihr wünscht. Kannst sie schnell töten. Zeigen, was ihr gelernt habt. Verfügen über Befiederung und Botkamp-Pfeile. Auf in den Kampf. Oh Gott, Eric. Das ist natürlich ganz blöd positioniert. Eric muss sich weiter zurückziehen, tatsächlich. Damit er nicht mehr das Ziel ist. Halt! Lehrt sie das Fürchten! Pilgrim zieht sich zurück. Eric geht nach vorne. Wie ihr wünscht. Sofort. Wir bleiben hier. Ja, wie ihr wünscht. Sie sind bald fertig mit ihrer Arbeit. So. Zeigen, was ihr gelernt habt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Stopp! Bis in den Tod! Ja, ja, Min. Natürlich. So, die stören nämlich Eric. Wie ihr wollt. Sofort. So soll es sein. Angriff. Wir bleiben hier. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Oh, das erwischt Eric jetzt gerade. Jawohl. Zurück. Wie ihr wünscht. So soll es sein. So soll es sein. Natürlich. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wenn ihr ein paar Verluste erleiden müsst, um den Turm zu vernichten, tut das. Halt. Aber zerlegt den. Danke. Ihr werdet angegriffen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. So. Jawohl. Wir bleiben hier. Auf in den Kampf. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das für... Von eurem Unsinn hier hatten wir eine Weile lang genug, Leute. Bis in den Tod. Zurück. Der Wunsch ist mir Befehl. Wir kümmern uns darum.
Okay, die Alchemisten gehen Pause machen. Dann sollen sie jetzt Pause machen gehen. Es ist Zahltag. Natürlich, verteidigt euch. Von dem, was an Stein und Schwefel, die wir gekriegt haben, kommen jetzt Kanonentürme an die Arbeit. Wie ihr wünscht. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Halt! Ausbau vollbracht. Von der Masse an Stein. Kommen wir jetzt mit dem Gemeindezentrum noch. Okay, ab jetzt ist diese Position ziemlich sicher. Ihr setzt den nächsten Stein nach dahin. Alles weg wurde geschrien. Wer hat das getan? Ihr? Warum macht ihr sowas? Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Einer eurer Helden wird angegriffen. So. Wenn ihr mit den Steinen fertig seid, dann kommt hier hoch. Wir haben hier noch einen Steinhaufen. Und danach haben wir wirklich keine Steine mehr. Aber wirklich keine, keine gute Menge an Steinhaufen mehr, oder? Waren das wirklich alle? Oh. Und die Labis hatten Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch eine Schießanlage. Unsere Schützen haben nämlich noch keinen Zugriff auf den Meisterschützen. Wenn ihr gerade nämlich sowieso noch nicht am Arbeiten seid, hier. Forscht das mal ganz kurz. So, die Alchemisten arbeiten jetzt. Die Steinmetze sind auch erstmal ruhig. Forschen wir das. Nein, uns fehlt noch ein bisschen was für die volle Motivation, für diese 2%. Kameradenstatue. Sehr gut. Unsere Position hier sieht mir sehr sicher aus. Meisterschütze. Garnison für die wichtigen Dinge. Der sorgt für unser ganzes Leben. Wir sollten wahrscheinlich noch einen weiteren bauen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Weil eine vielleicht doch ein bisschen wenig ist. Klar, wir haben Lehm, aber wir müssen nicht komplett übertreiben mit unserer Genügsamkeit in der Hinsicht. Ja, natürlich. Abgesehen davon haben wir schon festgestellt, wie schnell uns Lehm ausgehen kann, wenn wir das Zeug nicht auf Tasche haben. Hackt weiter an diesem Haufen, wir haben mehr als genug Schwefelhaufen. Einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Marschieren. Verstärktes Leder, damit unsere Schützen vernünftige Rüstung haben. Ich hab getan, was ihr wolltet. Karten lesen. Wieso haben wir bei 299%? Genug Wohnhäuser durchlaucht. Die haben von den hohen Steuern nichts mitbekommen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Eure Priester sehen. Abgesehen davon, ja, die zusätzliche Ziegelhütte hilft uns für unsere Motivation. Nicht für unsere Motivation, für unseren Zahltag. Der ist nämlich ziemlich erbärmlich und das darf nicht sein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sorgen. Einen Marktplatz können wir bauen. Und sei es nur für den Zahltag. Zu wenig Betten in eurem Reich. Hochwertige Schuhe. Webstuhl. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben Drechseln. Eine neue Technologie. Alle relevanten Forschungen wollen wir auch durchhaben. Einmal das hier. Geld ist weg. Ausbau abgeschlossen. Also ich denke, das können wir. Wo ist noch Platz für einen Bauernhof, den wir brauchen werden? Wenn wir hier einen Bauernhof setzen, wird das klappen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Wirklich? Wer hungert überhaupt? Wie will
Ich habe Hunger. Alchemisten. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Oh. Schon mal daran gedacht, Ziegelbrenner hier. Zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ja, dann hier, hast du ein Bett. Hör auf, dich anzustellen. Lanzenträger. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durch. Setzt eine verdammte Blume hier hin und sorgt dafür, dass die Motivation endlich auf 30% setzt. Ausbau abgeschlossen. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Fertig, Meister. So, 3. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Geschafft. Fertig. Ein Held Gut. In große Gefahr. Jetzt könnten wir theoretisch einen riesigen Haufen Geld für einen Haufen Holz kriegen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich eine gute Investition, weil wir Holz nicht zu viel ausgeben, hoffe ich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir gehen dafür nur auf 8000 Taler für so viel Holz. Und hoffen, dass wir 10.000 Holz nicht zu schnell verbrennen. Wir haben noch einen Haufen Leibis, die sich hier auch ein paar Bäume kümmern. Und das Sägewerk beschafft im Zweifel auch noch etwas. Theoretisch hätten wir von Anfang an auf Handel gehen können, logischerweise. Dann hätten wir von allen Ressourcen keine Probleme gehabt. Also wir hätten hier alles mit Marktplätzen zustopfen können und dann hätten wir nicht so eine vielfältige Wirtschaft bauen müssen. Forschung abgeschlossen. Erschien mir aber dann noch praktisch. Ausbau abgeschlossen. Stadtwache. Einfach aus purem Prinzip. Nur selbst mit der Blume kommen wir nicht auf die 300%. Nur eine Kameradenstatue. Fehlt wirklich eine kleine Ladung für die Bibel? Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue. Kann sein, dann macht man da nichts. Okay, jetzt sehe ich da 300%. Brav. Nichts lieber als das. Ein Held ist in großer Gefahr. Ich glaube ja. Gruppe 0, repariert bitte diesen Kanonenturm. Kanonentürme sind teuer. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Kommt. Macht die Steine ran. Brav. Ausbau abgeschlossen. Dann müssen wir auch den Hintereingang unserer Stadt vielleicht sichern. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Also entweder hier sehe ich keinen wirklichen Platz für einen Turm. Aber hier können wir einen irgendwie aufsetzen. Hier würde ein Turm hinpassen, um den ganzen Zugbrunnen zu beschützen. Und hier würden wir einen hinsetzen können. Machen wir das. Ich gehe nicht davon aus, dass von hier aus Angriffe kommen, aber man weiß nie. Gut, wie ihr wünscht. Gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Der verdammte Regen. Unsere Türme treffen einfach nicht auf die Entfernung. Hier gefällt es mir. Schön, dass es dir hier gefällt. So. Forscht das. Gruppe 1. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Ja, hatte ich vergessen. Wir haben kein Geld. Da war ja was. Wir haben keinen hohen Zahltag. Weil wir nicht aufrechterhalten können. Weil wir nicht gegenbeten dürfen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Weil wir unser Geld gerade in Technologien gesetzt haben, die wir nicht benutzen können, nicht wahr? Oder wir dürfen eine Wettermaschine bauen. Wir bauen eine Wettermaschine. Absolut. Zum einen Steuern, zum anderen der verdammte Regen verschwindet. Ihr habt nicht genug Taler. Ja, ich weiß. Setzen wir den Turm nach dahin. Nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Hab Holz gefällt. Forschung abgeschlossen. Aber gern
Wo haben wir noch Platz fürs Ernährung und Schlafensplätze angeht? Nicht in diesem Bereich. Wir könnten hier hinten einen Bauernhof aufsetzen und dann das Wetterkraftwerk da einsetzen, dann geht das. Okay. Ballisterturm. Ein weiterer Trupp. Ich möchte schon auf 9 Trupps hochgehen bei unseren Fernkämpfern und Nahkämpfern. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren. Hier würde auch noch eins hinpassen. 2 Kraftwerke. Maus, hör auf damit. Ich werde dich jetzt sofort ersetzen, wenn du nicht aufhörst. Okay, einen Moment. Okay, Maus ersetzt. So, ja, ich hatte tatsächlich schon, nachdem die Maus in der letzten Aufnahme direkt angefangen hat, Unsinn zu machen, habe ich direkt eine neue beschafft. Einen Ersatz schon bestellt. Der ist auch angekommen. Ich hatte ihn nur noch nicht angeschlossen, weil plötzlich meine alte Maus entschieden hat zu sagen, oh, guck mal, mein mittlerer Mausknopf. Kater, nein. Alles will zusammen. Weil die Maus plötzlich entschieden hat, nö, ich funktioniere doch wieder, ist auch in Ordnung. Und die hier ist ein bisschen größer, das heißt, es wird eine Umgewöhnung, die hier vernünftig zu benutzen für alles Mögliche. Hört sich ein bisschen anders an. Feinde haben einen Held attackiert. Naja, muss man erstmal reinkommen. Wird die halt auf diese Art und Weise eingeweiht, was soll es? Wieso? Daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe Ausbau. Ausbau. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Daran, das ist gerade in Arbeit. Ach nee, von wegen Ausbau. Das war der Bauer, der da oben hingegangen ist. Wir brauchen die Ausbauten gar nicht. Ach, die Maus ist komisch. Ich wollte mich nicht umgewöhnen müssen. Ich dachte mir, ja, dann behalte ich die neue entfernte Reserve für den Fall, dass die alte irgendwann doch ganz aufgibt. Und siehe da, die alte dachte sich direkt, alles klar, jetzt zicke ich direkt wieder. Jetzt wo du meinst, dass du mich noch eine Weile nutzen kannst. Unglaublich mit diesen Mäusen. Ah. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja, das ist zu viel DP. Das ist noch mehr DP. Das ist jetzt der Alarm. Da muss man sich dran gewöhnen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Muss man sich erstmal wieder umgewöhnen, verdammt. Also die Schwerter machen wir voll und dann haben wir für den nächsten Zeittag den ähnlichen Tribut bezahlen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wir kümmern uns darum. Wir erledigen. Dann können wir schauen, wie wir hier vorgehen möchten. Betrachtet die Sache als erledigt. Im Zweifel lässt sich hier irgendwie ein Gebäude vorsetzen und dann schießen die Kanonentürme einfach auf alles. Oder die Kanonentürme machen das einfach so und wir reparieren die einfach regelmäßig. Sollte ja kein zu großes Problem werden, denke ich. Wir haben auf jeden Fall eine annehmbare Armee. Gruppe 0 wird einmal kurz neu aufgestellt, was pure Geldverschwendung gewesen ist, jetzt wenn ich darüber nachdenke. Was soll es? Wir können aus denen hier Gruppe 9 machen, die unsere Ressourcen beschaffen. Möchte ich eigentlich nicht. Wir können die hier aber abstellen. Wir ersetzen die mal ganz kurz. Ihr werdet zu Gruppe 9. Ihr werdet zu Gruppe 7. Dann tauschen wir die ganz kurz mal aus. Ich möchte Gruppe 0 eigentlich schon gerne hier drüben haben. Nur für den Fall. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Licht. Außerdem schicken wir Pilgrim und Erik mal ganz kurz hier rüber. Und schauen, wie die Türme das hier im Alleingang schaffen. So wird dann Wohnhaus vorgesetzt, um die KI zu verwirren. Wir setzen da ein Wohnhaus vor, um die KI zukünftig zu verwirren. Gruppe 9. Ich meine, Wetterkraftwerk wäre natürlich noch besser. Ich
Wir setzen das Wetterkraftwerk davor und hoffen, dass das versorgt werden kann. Von dieser Mühle, die da entsteht. Und diesem Wohnhaus. Das Wetterkraftwerk zahlt uns Steuern. Und es ist zäher. Drastisch zäher. Der Feind attackiert eure Siedlung. Mit seinen 10 Rüstungen und 2000 Leben gegenüber. Ja, 6 Rüstungen und 500 Leben. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig, Meister. Ausbau fertig. Handel bestätigt. Okay, geht. Läuft. Platz zum Nächtigen. Sichert. Ausbau vollbracht. Wird erledigt. Der Handel ist bestätigt. Wir haben jetzt Geld bekommen. Sehr gut. Gruppe 0. Hier vorne ist ein wunderbarer Platz für einen Schießplatz. Lieber als das. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Das Gebäude muss einfach nur regelmäßig repariert werden. Dann wird das schon gehen. Solange der Feind nur mit langen Bogenschützen drauf schießt, kriegen unsere Kanonentürme das ja alles gewuppt. Nicht wahr? Vor allem, wenn die Bogenschützen anfangen, so blöd zu werden. Ihr habt getan, was ihr wolltet. Ja, ist gut. Wie ihr wollt. Kasernen nach dahin.